schönen guten Tag. Mein Name ist Jürgen Becher, ich leite das Dokumentations- und Informationszentrum der Stiftung Feuerschutz und Gärten. Sie sehen es hier im Hintergrund in diesem Neubau unseres Wissenschafts- und Restaurierungszentrums. Ich war von 1999 ab Mitarbeiter der Stiftung Feuerschutz und Gärten und als solcher in dieser Zeit bis nach der Eröffnung des Belvederes Pfingstbergs, der persönliche Referent von Professor Giersberg, und erzähle Ihnen gerne ein bisschen aus dieser Zeit. Wir befinden uns jetzt hier an der Rückseite des Wissenschafts- und Restaurierungszentrums der Stiftung, das im Jahre 2017 eröffnet wurde und wo vor allem unsere vielen Restaurierungswerkstätten in Potsdam untergebracht sind, aber auch, wie gesagt, das Dokumentationszentrum, die grafische Sammlung sowie die Restaurierungsabteilung und die Abteilung Schlösseramtssammlung. Aber ich will ja eigentlich zurückgehen in meine Erinnerungen aus der Zeit, an der ich hier bei der Stiftung angefangen habe. Das war, wie schon gesagt, Ende 1999, also in der Endphase, in der Hochphase der Vorbereitungen zum Abschluss der Rekonstruktions- und Restaurierungsmaßnahmen am Westturm des Belvedere Pfingstbergs und schließlich seiner Eröffnung im April. Das vom Pfingstbergverein in Potsdam initiierte Projekt zur Rekonstruktion des Belvedere auf dem Pfingstberg und zu seiner Restaurierung war von Anfang an ein wirkliches Gemeinschaftsprojekt und ein gemeinschaftliches Anliegen der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten und des Pfingstbergvereins. Schon Ende der 1980er Jahre hat Professor Giersberg, damals noch Schlösserdirektor der Potsdamer Schlösserverwaltung, den Argus-Verein, der praktisch angefangen hatte, sich um das Gelände zu kümmern, unterstützt. Und das ging dann auch so weiter, bis es institutionalisiert war, bis die Stiftung Schlösser und Gärten gegründet war 1995 und bis letztendlich auch zur Eröffnung des Belvedere Pfingstbergs und danach und darüber hinaus. Bis heute verbindet uns eine enge Partnerschaft, denn man darf nicht vergessen, das Belvedere Pfingstberg könnte ohne den Förderverein Pfingstberg e.V. überhaupt nicht betrieben werden. Die Stiftung könnte dieses Objekt gar nicht der Öffentlichkeit zugänglich machen. Es wäre vielleicht schön anzusehen, aber letztendlich wäre es ein totes Gebäude. Insofern sind wir besonders dankbar, dass wir damals sozusagen mit dem Pfingstbergverein und vielen, vielen Unterstützerinnen und Unterstützern dieses Projekt zu Ende bringen können. Es fällt praktisch im Jahre 2000 etwa war die Hochzeit der Vorbereitung zur Eröffnung, oder zur ersten Teileröffnung des Belvederes, nämlich des Westturmes. In dieser Zeit, kann ich mich erinnern, gab es diverse Gespräche noch zur Vorbereitung der Eröffnung, aber auch schon zur Weiterführung der Restaurierung, nämlich der Ostarkaden und des Ostflügels und des Ostturmes, mit unseren Spendern und Mäzenen wie Herrn Remsma oder Werner Otto, aber auch mit den Brandenburger Politikerinnen und Politikern wie Wilma Simon, damalige Finanzministerin, und Matthias Platzek, Oberbürgermeister von Potsdam, die sehr, sehr ambitioniert und sehr, mit sehr großer Empathie bei diesem Projekt waren und auch begeistert von den Fortschritten, die bei der Restaurierung gemacht wurden. Und man merkte diesem Projekt wirklich an, dass hier alle an einem Strang zogen und alle ein gemeinsames Ziel hatten, nämlich dieses Kleinod der Potsdamer Schlösserlandschaft wieder zum Leben zu erwecken. Es war sicherlich 2000, 2001 insofern eine besondere Zeit, weil das fällt auch in die Vorbereitung der Buga. Vielleicht erinnern Sie sich, dass im April 2001, als der Westturm des Belvederes eröffnet wurde, auch die Buga eröffnet wurde. Leider war in diesem Frühjahr das Wetter ziemlich schlecht, es war ziemlich kalt, sodass das Gelände der Buga leider noch nicht blühte. Und ich kann mich sehr gut erinnern, wie die vielen Gäste der Eröffnung, die dann auch langsam alle einzeln hochgehen konnten auf den Westturm, wie man dann oben an der Balustrade stand und dann runterschaute auf das Gelände der Buga. Und leider blühten die Landschaften noch nicht so, wie wir es uns vorgestellt haben und wie wir es uns erwünscht hatten in diesem Jahr. Aber man konnte zumindest sehen, dass das Gelände schon seine Vergangenheit abgelegt hatte, nämlich als Truppenübungsplatz, und hier schon die entsprechenden Strukturen des Buga-Landschaftsparkes sichtbar wurden.